Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Juni-Sendung von Von Leiten Skyline. Das Thema Hochwasserschutz wird in Von Leiten in den nächsten Wochen und Monaten ein großes Momentum einnehmen. Mögliche Maßnahmen wurden im Rahmen einer Bürgerversammlung im Volkshaus präsentiert. Schon seit einigen Jahren ist Von Leiten mit anstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen konfrontiert, die das Ergebnis neuester hydrologischer Untersuchungen sind. Naja, es ist ganz wichtig, weil diese Situation, dass wir den Hochwasserschutz bauen müssen, die ist ja seit 2019 bekannt. Und es gibt gewisse Parameter, die fix sind, die wir nicht ändern können. Aber was natürlich für uns die Aufgabe ist und was wir natürlich machen werden und auch tun, ist in die Gestaltung dieses Hochwasserschutzes zu investieren und hier auch nicht nur allein zu entscheiden, sondern was wichtig ist, Volkshauspark, da hat jeder seine Geschichte dazu, jeder kennt diesen Park, jeder genießt diesen Park, auch zu sagen, ja, wie kann das eingepflegt werden, dieser Hochwasserschutz? Sobald die Rahmenbedingungen des Hochwasserschutzes durch die Behörden vorlagen, war die Bevölkerung eingeladen, sich ein Bild über die Maßnahmen, erklärt von den Experten, zu machen und das sowohl anhand von Plänen als auch in der praktischen Umsetzung im Rahmen einer Begehung des Parkes, der auch die Dimension der notwendigen Veränderungen vor Augen führte. Darauf aufbauend galt und gilt es nun, das Projekt zu entwickeln. Vor. Natürlich ist, hat der Bedeutung und die Historie oder die historische oder die Geschichte dahinter rausbringen, ist natürlich sehr wesentlich und darf man nicht vergessen und muss man mit einfließen lassen. Dennoch müssen wir schauen, welche Bereiche funktionieren, welche Bereiche könnte man, wäre es gut weiterzuentwickeln. Und natürlich war jetzt auch viel vorweggenommen durch die notwendige Hochwasserschutzmaßnahme, die ja nicht von unserer Seite kommt und wo einfach schon ein wesentlicher Bereich oder großer Teil überformt wird in irgendeiner Art und Weise. Eingebettet in diese notwendigen Maßnahmen gilt es nun, die Wünsche der Bevölkerung für ihren Volkshauspark in die weitere Planung einfließen zu lassen. Ich sehe es so, dass die heute Anwesenden ein sehr klares Bild von ihrem Park haben. Das heißt nicht, dass alle das gleiche Bild von dem Park haben, aber für mich ist eine Tendenz erkennbar, dass der Wunsch nach Erneuerung, Veränderung in Grenzen durchaus da ist. Veränderung war auch ein wesentlicher Aspekt in der angeregten Diskussion im Anschluss an die Begehung. Markante Elemente, die den Park besonders auszeichnen, bewahren, aber ihn auch sanft weiterzuentwickeln. Ja, das ist bei jeder Veränderung gibt es ein Potenzial und das muss man immer wieder sich vorhalten. Man muss immer sagen, eine Veränderung möchte keiner haben, ja, aber man hat eine Chance dabei und diese Chance wollen wir nutzen, um das Beste für Von Leiten und einen lebenswerten Ort weiterhin zu haben. Der Volkshauspark mit Blick auf die Silhouette ist auch ein sichtbares Zeichen für die Lebensqualität in Von Leiten, die mit diesem Prozess auch verantwortungsvoll weiterentwickelt wird. Naja, die nächsten Schritte werden sein, dass wir einmal mit unseren Auftraggebern, das heißt mit den Gremien der Stadt, mit dem Herrn Bürgermeister, mit dem Stadtbaudirektor, das einmal den heutigen Tag diskutieren werden. Und wir werden dann auf Basis dieser Diskussion einen Expertenvorschlag hoffentlich ausarbeiten können, der das, was heute diskutiert worden ist, auch abbildet. Und es sind sehr schöne, sehr interessante Ideen gekommen, vor allem das Bedürfnis nach dieser Mitte, nach dieser ruhigen Mitte, ist für meine Vorstellungen sehr klar artikuliert worden. Und so dürfen wir gespannt sein auf die Ergebnisse, die basierend auf dieser Bürgerbeteiligung in die planerische Gestaltung einfließen. Eines ist klar, der Volkshauspark wird auch in Zukunft Ort der Begegnung, Ruhe und Erholung bleiben. Kunst ist angesagt. Zwei aufsehenerregende und absolut sehenswerte Ausstellungen gibt es am Hauptplatz 39 und im Technologiepark von Leiten. Selber denken, wie eine Aufforderung an die Gesellschaft angesichts der immer mehr um sich greifenden künstlichen Intelligenz, sich mit dieser Veränderung und deren Folgen intensiv auseinanderzusetzen, scheint sich diese Bildinstallation von Peter Angerer zu verstehen. Peter Angerer ist ein Künstler, der nicht einfach darauf losmalt, sondern sich im Vorfeld intensiv mit den Themen auseinandersetzt. Also es ist schon grundsätzlich so,
dass meine Arbeit wesentlich von meiner theoretischen Auseinandersetzung bestimmt ist. Das heißt, viel Literatur, viel Recherche, die da passiert, bevor künstlerisch gearbeitet wird. Also nicht unbedingt Kunst aus dem Bauch, sondern lange Recherche, die dann eben zu bestimmten Ergebnissen führt. Roman Grabner hat es in seinen Eröffnungsworten geschafft, die Komplexität dieser Ausstellung und die künstlerische Auseinandersetzung Peter Angerers mit gesellschaftsrelevanten Themen auf den Punkt zu bringen. Peter Angerer ist ein kritischer Geist, der sich auch in seiner Kunst einfach mit kritischen Fragestellungen oder sagen wir so, mit Fragestellungen kritisch auseinandersetzt. Das sind einfach gesellschaftlich relevante Themen, ob das jetzt Identitäten sind, ob das der Pluralismus ist, ob das ökologische Fragestellungen sind, ob das die künstliche Intelligenz ist, die uns alle mehr oder weniger prägen wird und die auch jetzt schon unsere Wahrnehmungen, unsere Verhaltensweisen, unser gesellschaftliches Zusammenleben prägt. Und er findet an und für sich Wege, das in analogen Methoden umzusetzen, sinnlich zu gestalten und trotzdem mehr oder weniger so einen Keim zu sehen, der zum eigenen Denken anregt. Und die Ausstellung beginnt ja auch mit einem Werkblock, der heißt Selber denken. Und genau um das geht es auch in der Ausstellung. Nachdem Peter Angerer bereits in den 1980er Jahren im Palisandersaal des Volkshauses ausgestellt hatte, ist diese Ausstellung nach 16 Jahren wieder einmal eine in seiner Heimatstadt. Er möchte als Künstler die Menschen bewegen. Man versucht natürlich immer was zu bewirken mit dem, was man macht. Und das schönste Kompliment, das ich mal gehört habe, war, danke, dass Sie das machen. Also so hätte es vielleicht niemand anderer gemacht. Und wenn jemand das so auffassen kann, dann ist das ein schönes Kompliment. Die Location der Ausstellung am Hauptplatz 39 ist in diesem Zusammenhang auch ganz stimmig für den Künstler. Peter Angerer hat, glaube ich, in von Leiten etliche Generationen an Menschen, an Schülerinnen und Schülern geprägt und hat aber trotzdem immer einen sehr, sehr hohen Anspruch an sein eigenes Schaffen, an sein eigenes Werk gehabt. Und ich finde es ganz wunderbar, dass diese Präsentation seiner jüngsten Arbeiten hier in von Leiten direkt am Hauptplatz möglich ist und mehr oder weniger auch seine Schülerinnen und Schüler und auch die ehemaligen hier kommen können und begutachten und bestaunen können, womit er sich eigentlich Zeit seines Lebens auseinandergesetzt hat. Für den Künstler und zugleich Kurator und Organisator Michael Reimann ist es sichtlich eine besondere Freude, spannende und facettenreiche Ausstellungen in von Leiten auf die Beine zu stellen. Was mich besonders freut, ist, wenn parallel auch Ausstellungen laufen, so im Technologie- und Marketing-Center, wo wir ja unter dem Motto Art and Business schon seit letztem Jahr auch Ausstellungen immer wieder platziert haben. Und da läuft gerade ein Format, die Women's Art, schon zum vierten Mal in von Leiten, mit 14 international tätigen Künstlerinnen, aber auch Künstlerinnen, die aus von Leiten sind. Also das ist auch die Einladung, sich das unbedingt anzuschauen, unbedingt zu genießen. Genießen kann man diese Ausstellung, wie eben bereits erwähnt, im Technologiepark von Leiten, die bereits Anfang Mai eröffnet wurde. Ganz nach dem Motto Art and Business gibt es auch wieder einen wirtschaftlichen Teil im Rahmen der Vernissage, wo Reinhold Norner mit seinem im TMC ansässigen, auf Photovoltaikanlagen spezialisierten Unternehmen Enerix einen Impulsivvortrag zum Thema autonome Energiesysteme gehalten hat. Die Ausstellung im Technologiepark ist zu üblichen Geschäftsöffnungszeiten, Montag bis Freitag, noch bis 30. Juni zu besichtigen. Die Ausstellung von Peter Angerer gibt es noch bis 23. Juni, immer freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr am Hauptplatz 39, wo der Künstler selbst anwesend ist, zu sehen. Der erste von Leitner Jugendsprechtag fand im Pub Filou statt. Es war gleichzeitig die Eröffnung der neuen Terrasse von René Brunner. Das erste von Leitner Jugendforum in dieser Form fand auf der neu gestalteten Terrasse des Pub Filou statt. Bei gemütlicher Musik soll es einen zwanglosen Austausch der Jugendlichen mit Vertretern der Stadtgemeinde ermöglichen und so auch ermöglichen, Wünsche zu äußern. Wir wollen den Jugendlichen einen Platz bieten, dass sie mit uns Gemeindevertretern sprechen können und diskutieren können, was die Anliegen sind und was wir umsetzen können in von Leiten, was wir anders gestalten können, wie wir uns verbessern können mit den Jugendlichen zusammen. Das Thema Platz und Raum für Jugendliche scheint schon ein erster wichtiger Schwerpunkt zu sein. Ich finde, es sollte mehr Plätze für Jugendliche geben, wo sie sich auch aufhalten können. Der Lieblingsplatz sollte nicht der Bahnhof sein. Und es ist ziemlich
wichtig eigentlich, dass da jetzt was passiert und dass man da auch mit einbezogen wird. Das ist, finde ich, sehr gut. Der erste Austausch hat schon einmal gut funktioniert. Im zweiten Anlauf sollen dann noch mehr kommen, sind auch die anwesenden Jugendlichen überzeugt. Es ist chillig und es ist auch gute Musik. Wir dürfen in der Klasse erzählen und sagen, sie sollen auch mal herkommen, weil fast meine ganze halbe Klasse ist wohnt in Frohnleiten, also ja. Für René Brunner und sein Papp Filou war es auch der Start in die heurige Terrassensaison, wo er neben seinen klassischen Partys und Treffs am Freitag und Samstag in seiner Filou-Lounge mittwochs und donnerstags ab 15 Uhr zum Verweilen einlädt. Ich habe mir ganz was Besonderes überlegt. Ich habe meine Terrasse heuer komplett neu gestaltet, habe mir wirklich eine lässige Idee überlegt, einfach das gemütlich zum Gestalten, nicht so wie vorher. Habe spezielle Barkarten, eigene Cocktailkarten, Sommergetränke mir überlegt, dass man einfach da gemütlich, schön neben der Mur, gemütlich verweilen kann. So sind die gestressten Erwachsenen zum Chillen in gemütlicher Atmosphäre eingeladen, weg von der Arbeit und fast ein bisschen Urlaubsstimmung. Wir bleiben am Wasser, meine Damen und Herren, und wechseln von der rechten auf die linke Murseite, wo kürzlich Gerald Brabitz mit seinem Restaurant Porto im Park im Volkshaus vor Anker gegangen ist. Der neue Gastrobetrieb im Volkshaus hat Anfang Mai offiziell eröffnet. Gerald Brabitz, der seit Jahrzehnten erfolgreich ein Eventunternehmen betreibt, möchte mit seiner Regina an diesem Standort voll durchstarten. Man könnte fast sagen, Gerald Brabitz will es noch einmal wissen. Warum tut man sich das an? Man muss auch den Traum leben. Es gibt ein schönes Lied von Nick B., das ist Berlin. Ein ganz ein trauriges Berlin, wo das Ehepaar, das junge Ehepaar zuerst, dann das alte Ehepaar, immer wieder davon träumt, nach Berlin auszuwandern. Und im Endeffekt ist es zu spät, weil die Frau gestorben ist, er ist todkrank und er sitzt immer noch irgendwo in Österreich und war nie in seinem Leben in Berlin. Und das ist das berühmte Hätte, Tati, Wäre. Weil wenn mir jemand sagt, ah, das ist cool, du machst ein Lokal, das wollte ich immer schon, sage ich, was halte ich davon ab? In der heutigen Zeit gibt es so viele Lokale zum haben, null Problem. So die fast philosophischen Überlegungen des Unternehmers, der auch vom Potenzial des gesamten Hauses und den damit verbundenen Möglichkeiten überzeugt ist. Es passt hervorragend zu unserem Konzept. Zusätzlich können wir mit den Veranstaltungssaal und auch den Gegebenheiten hier natürlich ein bisschen was lukrieren. Weil nur mit einem Lokal hier, würde ich sagen, tut man sich am Anfang sehr, sehr schwer. Und wird eine Zeit dauern, bis das Lokal wirklich läuft und vor allem in diese Richtung, wo wir dann im Endeffekt hinwollen. Der Name Porto ist auch der Affinität der beiden Chefleute zu Portugal abzuleiten. Bei der Eröffnung selbst konnte auch viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, von Gemeindevertretern, Bürgermeister bis hin zum Wirtschaftskammerdirektor im Hafen an der Mur begrüßt werden. Der Kapitän geht hier vor Anker, den Namen gibt es schon sehr, sehr lange und dass das jetzt so perfekt passt, möchte ich fast sagen. Mit dem Pavillon, mit der schönen Seeterrasse, das wir auch als Sonnendeck bezeichnen. Auch der Eingang hier heißt bei uns nicht Eingang, sondern es ist der Check-in. Dann haben wir das Bistro und die ganzen Spiritosen heißen bei uns auch Captain's Choice. Also wir spielen schon mit den ganzen Dingen. Das muss halt bekannt werden. Logischerweise dauert das eine Zeit, aber da sind wir frohen Mutes. Bevor das Erlebnisfreibad im Sport- und Freizeitpark am 1. Juni eröffnet hat, haben die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Frohnleiten so manche graue Fläche bunt gestaltet. Bevor das Erlebnisfreibad im Sport- und Freizeitpark heuer am 1. Juni seinen Betrieb aufgenommen hat, haben nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anlage auf Hochglanz gebracht, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule auf Einladung der Frohnleiten KG so manch grauen Fleck oder Betonfläche künstlerisch gestaltet. Betriebsleiterin Julia Thier konnte sich von der Performance der Künstler überzeugen, die unter Anleitung des Street Art und Graffiti-Künstlers Gernot Passat zu Werke gingen. Also bei dem Projekt jetzt mit den Schülerinnen und Schülern war es so, dass ich immer gedacht habe, man braucht einen Rahmen, damit sie
in dem sie arbeiten können und möglichst frei arbeiten können, ohne dass man sie einschränkt in ihrer Kreativität. Deswegen war die Vorgabe eigentlich nur, dass man sie in einer Farbwelt aufhält, dass man irgendwie, dass das zusammenpasst und dass jede und jeder einfach wirklich frei arbeiten kann und frei das Thema aufgreifen kann, was man möchte. So konnten sich die Jugendlichen auch frei bewegen, was die Themenauswahl anging. Ja, wir sind hier im Schwimmbad, so Wasser halt, Spaß und sowas. Und da haben wir halt Unterwasserwelt gemacht am besten. Weil es passt am besten dazu mit Blau, Grün, Lila und sowas. Ich habe jetzt zum Beispiel oben bei der Rutsche, haben wir angefangen, Fische zu meinen, Korallen, solche Sachen, die halt einfach dazu passen. Weil es halt einfach, finde ich, mehr zum Schwimmbad passt. Eine Aktion, die Kreativität erfordert, aber auch die Möglichkeit bietet, Botschaften zu vermitteln. Ich will die Botschaft damit bringen. Man kann auch ohne Geld zum Beispiel glücklich sein. Be happy habe ich drauf geschrieben. Und ganz viele verschiedene Punkte. Und diese bringen das Symbol, also sollen symbolisieren, dass jeder Mensch einzigartig ist. Kunst im öffentlichen Raum heißt auch, die Kunst direkt zu den Menschen zu bringen. Ich finde es total wichtig, weil man damit nämlich nicht irgendwo die Leute wohin ziehen muss, wo sie Kunst und Kultur konsumieren, sondern man konfrontiert sie dort damit, wo sie hingehen. Weil es ist ja ein Kulturraum, ist ein Treffpunkt, so ein Freizeitzentrum. Das ist ja auch was, wo Leute sich begegnen, Leute aufeinander zugehen. Und da gewisse Themen anzusprechen oder da gewisse Räume zu gestalten, finde ich total wichtig und spannend. Also ich finde es sehr cool eigentlich, dass wir das machen können. Ich hätte mir eigentlich nie gedacht, dass ich das jemals machen könnte, irgendwo öffentlich zu sprayen. Weil man weiß ja, dass urviele sprayen illegal halt. Und das sollte man halt nicht machen, glaube ich, weil wenn du erwischt wirst, musst du sehr viel Strafe zahlen. Apropos Zahlen, mit dem Eintritt in den Sport- und Freizeitpark gibt es somit nicht nur Spaß und Sport im Erlebnisfreibad, sondern auch Kunstgenuss von der Liege oder vom Handtuch aus. Dass der Stammtisch Hösele mit seinem legendären Turnier im Waldstadion sich auch vom schlechten Wetter nicht abhalten lässt, mit seinen Freunden und Gästen zu feiern, davon konnten wir uns überzeugen. Seit 33 Jahren gibt es das Turnier des Stammtisch Hösele, seit 12 Jahren bekannt unter dem Namen Egger-Leo-Gedenkturnier. 15 Mannschaften waren es heuer, die der Einladung gefolgt sind und aus vielen Teilen der Steiermark ins Waldstadion Schloss Weiher gekommen sind. Das Wetter war zwar nicht wirklich gut an diesem Tag, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch, sowohl bei den Mannschaften auf dem Spielfeld als auch beim Publikum, das mehr oder minder den ganzen Tag Party feierte. Ja, wir in der GAMS haben natürlich jahrelange Beziehungen schon zu anderen Hobbyvereinen, Stammtische der ganzen Steiermark, sei es aus Halltal, Mautern, Gasen. Wir fahren zu deren Turniere, sie kommen gern zu uns und natürlich haben wir auch wieder einiges an Arbeit investiert, dass wir unser Waldstadion in der GAMS herrichten, auf Vordermann bringen, dass wir auch so ein tolles Event machen können. Ja. Für mich ist es nach wie vor faszinierend. Jetzt haben wir heuer gehabt das 12. Egger-Leo-Gedenkturnier und man glaubt immer jedes Jahr, das ist nicht mehr zum Toppen, das ist nicht mehr zum Überbieten und jedes Jahr wird es noch besser und noch besser und noch besser. Also es ist sagenhaft und sensationell und einfach was Einzigartiges. Wir bleiben da drinnen im Kron und wir werden das beibehalten. Und der Anti, was das jetzt weitermacht, der Mantel-Anti, ist ein Traum. Du kannst nicht mehr sagen, das ist ein Hut auf für die Leute, die das weitermachen. Das spannende Finale musste im 7-Meter-Schießen entschieden werden. Obwohl Hubi Petz den Schuss gut platzierte, konnte dieser gehalten werden. Und das war dann der Turniersieg für Stammtisch Heininger. Emotional auch die Stimmen nach einer fulminanten Siegerehrung, die gemeinsam mit Bürgermeister Johannes Wagner, Vize Martin Wonerschütz und Sportausschussobfrau Elena Weninger durchgeführt wurde. Na, 7 Meter, das ist echt nicht meins, habe ich gemerkt. Ja, was ist da schiefgegangen? Erzähl einmal. Lass einmal in dich hineinschauen. Ja, ich hab mir gedacht, ich hab den Daumen eh schon ausgeschaut gehabt. Ich hab mir gedacht, ich geh dazu, schau den Daumen aus und dann wichse ich den in die linke Ecke rein. Aber der Hundling ist da reingekopft. Ja, und nachher hast du Buße getan. Dann hab ich Buße getan, dann hab ich 2 Runden laufen müssen und ein Meter Bier zahlen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind zu dem Turnier gekommen, waren es erst sogar weniger Leute, haben dann noch irgendwann auftrieben und jetzt sind wir da und gewinnen das Turnier. Das ist, ja, unbeschreiblich, kann ich schon sagen. Es war nicht erwartet, wir haben es gewonnen, ja.
Für alle, die dabei waren, ist eines klar. Nächstes Jahr kommen sie alle wieder zum 13. Leo Egger Gedenkturnier ins legendäre Waldstadion. Zu einer Premiere kam es im Volkshaus von Leiten. Im Rahmen des Plattlerabzeichens konnten erstmals Damen antreten. Dank den von Leitnern. Erstmalig hat der Wettbewerb zur Erlangung des Plattl-Abzeichens im von Leitner Volkshaus stattgefunden. Neben dieser Premiere gab es noch eine weitere, für die von Leiten Plattl-Geschichte geschrieben hat. Erstmals sind Damen bei diesem Bewerb angetreten. Wie kam es dazu? Ja, ganz einfach. Wir haben ungefähr schon vor 20 Jahren angefangen zu Schuhplatteln. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit einmal ergeben, so, dass an die Mädels mitplatteln wollten eigentlich. Und wir haben das eigentlich dankenswert angenommen und haben natürlich auch dadurch super Auftritte gehabt, zum Beispiel Liveball und so weiter. Und das war dann natürlich der nächste Schritt, dann halt, dass sie auch beim Abzeichen mitmachen können einmal. Diese Möglichkeiten des Auftritts sind natürlich Motivation mitzumachen, ein wesentlicher Aspekt für die Nachwuchsarbeit im Verband. Wir haben drei Vereine mittlerweile, von unseren 22 Vereinen, die eine neue Kindertanzgruppe angefangen haben. Denen darf ich besonders gratulieren und Danke sagen für die Mühe. Ich weiß, was das Arbeit ist. Ich habe selber jahrelang, jahrzehntelang Kindertanzgruppen betreut. Ich weiß, was Arbeit ist und es freut mich. Und wenn sie einmal dabei sind, die Kinder, und eine Gruppe in sich geschlossen ist, dann ist das, die Motivation kommt dann von selber. Auf das Miteinander und die Tradition legt auch die Jugend besonderen Wert bei den Oberlandlern, wie hier die von Leitner Mädels, die übrigens auch das Bronze-Plattl-Abzeichen mit nach Hause nehmen konnten. Ja, meine Großeltern sind schon bei dem Verein dabei, bei den Oberlandlern und meine Eltern. Und dass ich da dann auch dabei sein darf. Wir machen Werbung, wir sind jetzt bei Instagram und Facebook sind wir auch aktiv. Und ja, wir wollen die Kleinen dazu nehmen und groß rauskommen. Zum Abschluss, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem Mega-Event, dem Gauklerfest am Fronleitner Hauptplatz. Artisten aus der ganzen Welt haben das Publikum aus der ganzen Steiermark begeistert. Mit diesen Bildern verabschiede ich mich, sage Danke, dass Sie wieder mit dabei gewesen sind und freue mich wie immer auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal auf Fronleiten Skyline. Machen Sie es gut, auf Wiederschauen. Es war ein fulminantes Gauklerfest 2023. Eine Rekordbesucheranzahl von sicher mehr als 5000 Gästen hat am Samstag, dem 3. Juni, den von Leitner Hauptplatz gestürmt und sich dem fantastischen, bunten und abwechslungsreichen Programm hingegeben, das von zahlreichen internationalen Artisten, Schauspielern und Musikanten geboten wurde. Aber ich glaube, es fühlen sich alle wohl, die Leute sind glücklich, man merkt, dass das mit Liebe, mit Spaß, mit Freundschaft gemacht ist und wir sehen lauter glückliche Menschen und das ist auch das Ziel dieses Festes. Mittlerweile zieht das Gauklerfest die Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Steiermark nach Fronleiten und ist zum Fixpunkt für viele Familien geworden. Wir wollen eigentlich seit 1999, seit wir dieses Fest gestartet haben, einfach Fronleiten positionieren mit etwas ganz Besonderem. Natürlich gibt es auch ähnliche Feste woanders, aber ich glaube, es macht das Flair unseres Hauptplatzes aus, unserer Stadtgemeinde aus und es machen die Menschen aus und das merkt man auch bei den Gauklern, die einfach gerne nach Fronleiten kommen, Artisten aus der ganzen Welt, die fühlen sich bei uns wohl, wir leben diese Gastfreundschaft und damit positionieren wir Fronleiten wirklich steiermarkweit, glaube ich, einzigartig. Die Bedeutung dieser Initiative betont auch Bürgermeister Johannes Wagner und zeigt sich über den Erfolg im heurigen Jahr besonders glücklich. Nein, da geht einem das Herz auf, wenn man den Hauptplatz sieht, wie viele Leute da sind und da sind Tausende von Leuten, die das Gauklerfest besuchen und das ist einfach eine wunderbare Geschichte, vor allem man sieht, wenn man was macht, als Gemeinde auch investiert in etwas und wenn eine tolle Organisation da ist und da muss man wirklich auch Danke sagen, Wolfgang Kasic, der das ja wirklich von A bis Z perfekt gemacht hat, dann kann man auch nur sagen, es ist funktioniert und einen Hauptplatz zu haben, wo sowas los ist, wo die Leute dauernd lachen, wo die Leute einfach ein Grinsen auf dem Gesicht haben, die wiederkommen werden, weil sie sagen, das ist großartig. Da kann man nur froh sein und stolz sein. Die gesamte Veranstaltung ist auch Marketing und eine Investition in das Zentrum von Fronleiten.
Genau, durch solche Veranstaltungen macht man eine Werbung für von Leuten, für den Hauptplatz, für unser Zentrum, dass die Leute einfach flanieren können, genießen können, die sagen, da ist was los, da passiert etwas, was lustig ist, das ist nicht negativ, da kann man wirklich einmal ein Wochenende auch verbringen und genau um das geht's. Wir wollen einfach zeigen, was wir können und von Leuten kann das und die Gastfreundschaft ist da und wir sind einfach nur happy. Ja, und happy waren auch die tausenden Gäste, die die Atmosphäre und Aufführungen stundenlang genießen konnten. Fest, weil ich es in der Zeitung gelesen habe, wo ich mir gedacht, da fahre ich mal her, das muss ich mir anschauen. Ich glaube einfach, dass sich jung und alt zusammentrifft und einen schönen Tag miteinander verbringt. Am besten, dass einfach so viele Leute da sind und dass die Stimmung gut ist und das Wetter eigentlich schön. Vielleicht was sehen, was man zu Hause ausprobieren kann. Ein Foto und Musik und Drawing. Wir sind gerade gekommen, aber das Ambiente da ist einfach sensationell, finde ich. So, dass es Luftballons zum Verkaufen gibt. Eine Herausforderung war der große Besucherstrom natürlich auch für die Gastronomen, die mit viel Schwung und Elan und mit einem Lächeln im Gesicht die Gäste bedient haben. Das Gauklerfest 2023 war ein Mega-Event im Zentrum der Stadtgemeinde, dem noch viele spannende und unterhaltsame Festivitäten im heurigen Jahr folgen werden. Musik